Militärfahrzeuge fahren durch den Wald unweit der Minenstadt Jekaterinburg. Etwa 200 Meter neben den Bahngleisen hält der Konvoi an. Die Männer greifen zu den Schaufeln und beginnen zu graben. Knapp einen Meter unter der Erde finden sie, wonach sie suchen. Eine Holztruhe. Darin befinden sich drei menschliche Schädel, die vielleicht die Antwort auf eine der größten Adelsgeheimnisse des 20. Jahrhunderts geben. Der letzte russische Zar und seine Familie wurden über ein Jahr von den Anführern der kommunistischen Revolution gefangen gehalten. Im Juli 1918 verschwanden sie aus ihrem Gefängnis in Sibirien. 11 Menschen wie vom Erdboden verschluckt. Seit ihrem Verschwinden verschleierten Geheimnisse, Intrigen und Irreführungen das Schicksal der Familie Romanow. Aber letzten Endes klären womöglich diese Totenschädel eines der größten royalen Mysterien auf. Was passierte wirklich mit den Romanows? Jekaterinburg, Russland, 16. Juli 1918. Hinter diesem 10 Meter hohen Zaun und diesen versiegelten Fenstern lebt, im ersten Stock auf 3 Räume verteilt, eine Familie in Gefangenschaft. Die Romanows. Sie waren vollkommen von der Außenwelt abgeschottet. Man übermalte die Fensterscheiben mit weißer Farbe, damit sie nicht hinausschauen und man nicht hineinsehen konnte. Es sind insgesamt 11 Gefangene. Die Romanows und 4 loyale Bedienstete, zu denen auch der Leibarzt zählt. Sie wurden monatelang innerhalb dieser bedrückenden Mauern gefangen gehalten. Die Romanows waren faszinierende Persönlichkeiten. Sie zogen die Menschen an. Man fühlte sich wohl bei ihnen. Mutter Alexandra ist ein ernster Mensch, ängstlich und fatalistisch. Sie war extrem scheu und schweigsam. Sie war sehr religiös. Sie leidet an Ischias und ihre Töchter Olga, Tatjana, Marie und Anastasia kümmern sich aufopferungsvoll um sie. Anastasia stand immer im Mittelpunkt. Man hielt sie für die charmanteste Tochter, die zugleich aber auch sehr verschmitzt war. Alexei, das jüngste Kind, ist auch der einzige Sohn. Er ist ein sehr lebendiger Junge, doch die Bluterkrankheit setzt ihm schwer zu. Oftmals ist er nicht in der Lage zu gehen. Stattdessen wird er von Bediensteten getragen und von seiner Mutter verhätschelt. Sie waren eine sehr glückliche Familie. Sie hatten alle sehr unterschiedliche Charaktere, aber sie standen sich sehr nahe. Und schließlich der Vater, ein bescheidener und ruhiger Mensch. Sein Name ist Nikolaus Alexandrowitsch Romanow. Nur 16 Monate zuvor war dieser einfache Gefangene einer der reichsten und mächtigsten Männer der Welt gewesen. Er war der alleinige Herrscher über 140 Millionen Menschen. Zar Nikolaus II. Von Russland. Nikolaus II. Wurde 1894 zum Zaren gekrönt, nachdem sein Vater unerwartet verstorben war. Er war nicht darauf vorbereitet. Sein Vater hatte nicht damit gerechnet, im Alter von 49 Jahren zu sterben und hat ihn deshalb nicht in die Regierungsgeschäfte eingewiesen. Er war erst 26. Er kannte seine Aufgabe nicht und er sagte zu seinem Cousin, ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Nikolaus heiratete bereits eine Woche nach der Beerdigung seines Vaters. Seine Ehefrau Alexandra war eine deutsche Prinzessin. Sie und Nikolaus heirateten, eigentlich untypisch für den Adel, aus Liebe zueinander. Sie lernten sich auf einer Hochzeit im Jahr 1884 kennen. Für ihn war es Liebe auf den ersten Blick. Er war 16 und sie war 12. Sie war zu jung, um verheiratet zu werden. Aber sie warteten aufeinander. Es war eine richtige Teenager-Romanze. Sie liebten sich sehr. Bis zum Ende.
Über 20 Jahre lang stand Nikolaus II. An der Spitze einer der glamourösesten und geschichtsträchtigsten Adelsdynastien aller Zeiten. Nikolaus, Alexandra und ihre fünf Kinder, der Großfürst und die Großfürstin, leben im märchenhaften Alexanderpalast. Der Palast verfügt über 100 Räume mit über 1000 Dienern, die für das Wohl der Herrscherfamilie sorgen. Für die Zarin allein stehen 240 Kammerfrauen bereit und sie besitzt eine Kronjuwelensammlung im Wert von 80 Millionen Dollar. Zu dieser gehören auch viele Ikonen. Aber außerhalb der Palastmauern sind viele Russen nicht einverstanden mit der oft brutalen Regierungsführung von Zar Nikolaus. Im Jahr 1917 zerfällt das Russische Reich. Die große Armut der Bürger, eine fatale Niederlage im Ersten Weltkrieg und gewaltsame politische Unruhen führen zu einer großen Zerrüttung im Inneren. Sie machten nicht nur das System dafür verantwortlich, sondern vor allem den Mann an seiner Spitze, nämlich den Zaren. Revolutionäre ergreifen die Macht und bilden eine neue Regierung. Nikolaus bleibt keine andere Wahl und er dankt am 2. März offiziell ab. Mit diesem leisen Abgang verschwand die über 1000 Jahre alte russische Monarchie. Zunächst wird die Zarenfamilie im Alexanderpalast eingeschlossen. Aber als die Bolschewiki unter der Führung von Wladimir Lenin durch einen gewaltsamen Putsch an die Macht kommen und die neue Regierung absetzen, werden die Romanows an einen weniger angenehmen Ort gebracht. In die Villa in Jekaterinburg, welche Ipatjew-Haus genannt wurde. Die Kommunisten geben der Villa einen neuen Namen, das Haus zur besonderen Verwendung. In ihrem neuen Gefängnis schwindet der Luxus. Das Frühstück besteht aus Schwarzbrot und Tee. Die Töchter und die Großfürstin ziehen sich ohne Dienstmädchen an. Sie helfen sich gegenseitig beim Schnüren ihrer komplizierten Korsetts. Sie waren schockiert. Sie schienen nicht einmal Worte für das zu haben, was geschehen war. Die Tage vergehen, Tage voller Langeweile. Die Zeit kam ihnen lang vor, aber sie hatten sicherlich keine Angst. Ich vermute nicht, dass es irgendwelche Anzeichen dafür gab, dass sich alles zum Schlechten wenden würde. Bis zum 4. Juli 1918. Die Wende kommt mit Jakow Jurowski. Er ist ein überzeugter Revolutionär und der neue Befehlshaber über das Haus zur besonderen Verwendung. Er kam am 4. Juli 1918 dort an. Das war wohl der Moment, an dem Nikolaus und Alexandra zum ersten Mal wirklich Angst hatten. Jurowski ist kalt, aufmerksam und geradlinig. Er hat schwarze Haare, schwarze Augen und trägt eine schwarze Lederjacke. In seinem Tagebuch nennt ihn Nikolaus den schwarzen Mann. Als Jakow Jurowski und seine Männer einzogen, verwandelte sich das Haus in ein Gefängnis. Die freundlichen Wächter im Haus wurden versetzt. Jurowski hat eine Mission. Er muss die Weiße Armee, eine Armee von Antikommunisten, die sich im Anmarsch auf Jekaterinburg befindet, davon abhalten, die Zarenfamilie zu finden und zu befreien. Am 16. Juli verbrachte die Familie einen relativ normalen Abend. Sie aßen zu Abend und Alexandra erwähnte in ihrem Tagebuch, dass sie mit Nikolaus Besieg gespielt hatte. Sie gingen ziemlich früh zu Bett, ungefähr um 22.30 Uhr. Um 1.30 Uhr etwa fährt ein LKW über die menschenleere Straße Wosnesenski-Prospekt und hält vor dem Ipatjew-Haus. In dieser Nacht verschwinden die Romanows aus dem Haus zur besonderen Verwendung und aus der Geschichte. Was geschah in dieser Nacht des 16. Juli 1918? Und findet sich in der Truhe mit den Schädeln, die man 1991 fand, die Lösung für dieses Rätsel? Innerhalb eines Monats nach dem Verschwinden erscheinen weltweit Nachrichten, welche nicht überprüft werden können.
Die sowjetische Regierung informierte die Welt, dass Nikolaus hingerichtet worden war. Der Zar ist tot, seine Familie jedoch lebt. Die Regierung gab bekannt, dass die Familie an einen sicheren Ort gebracht worden wäre, bis man weitere Schritte beschlossen hätte. Es gab keine weiteren Informationen und die Gerüchteküche brodelte. Sie wurden angeblich in Polen gesichtet und an der Riviera. Es gab sogar das Gerücht, dass sie auf einer Yacht permanent umhersegelten und das Festland nicht betreten durften. Vielleicht findet sich die Wahrheit aber auch in einem kryptischen Telegramm, das der Hauptverantwortliche für die Gefangennahme der Romanows an Lenin schickte. Ein Zug mit Wertgegenständen, wie er schreibt, sei auf dem Weg nach Perm, eine Stadt in Sibirien, westlich von Jekaterinburg. Manche vermuten, dass er mit Wertgegenständen die Überlebenden Romanows meinte. Es gab einige Zeugen, die einen Zug mit herabgelassenen Jalousien und zurückgezogenen Vorhängen sahen, der in Richtung Perm aufbrach. Es gab verschiedene Zeugen, die aussagten, sie hätten Anastasia in Perm gesehen. Diese widersprüchlichen Berichte machten den Sachverhalt sehr verwirrend. Aber schon bald versuchte ein Mann, Licht in das Dunkel zu bringen. Ende Juli 1918, ungefähr 8 Tage nachdem die Romanows verschwunden waren, gelang es schließlich der Weißen Armee, Lenins Rote Armee aus Jekaterinburg zu vertreiben. Sie eilten zunächst zum Ipatjew-Haus, in dem die Zarenfamilie gefangen gehalten worden war. Den Soldaten bot sich ein Bild des Schreckens. Ein mit Schusslöchern übersäter Kellerraum, auf den Bodenbrettern war überall Blut. Sie fanden auch die Koffer und die Habseligkeiten, aber keine Spur von der Familie selbst. Die Weiße Armee stellte sofort Nachforschungen an. Die Ermittler wussten zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, wer umgebracht worden war. Sie fingen an, nach Beweismaterial zu suchen. Der Hauptermittler in dem Fall ist der 36-jährige Nikolaus Sokolow. Sokolow beginnt, Hinweise zu sammeln. Zunächst untersucht er den dunklen Kellerraum. 27 Einschusslöcher. Viele davon in den Wänden. Saßen die Opfer oder schossen die Täter mit Absicht daneben? Bei der darauffolgenden Durchsuchung des örtlichen Telegrammbüros wird ein Telegramm gefunden, das nach Moskau geschickt wurde. Darauf steht: Gesamte Familie erlag demselben Schicksal wie ihr Oberhaupt. Es gab zwar Theorien, aber keiner wusste, was mit ihnen geschehen war. Eine Befragung der 4 Wächter des Ipatjew-Hauses scheint die schlimmsten Befürchtungen von Sokolow zu bestätigen. Sie berichten, dass die gesamte Familie im Kellerraum hingerichtet wurde. Außerdem sagen sie aus, dass die Leichen im Koptiaki-Wald verscharrt wurden, in einer Gegend mit verlassenen Minengruben, welche 4 Brüder genannt wird. Im Frühling 1919 kommen Sokolow und eine Gruppe Soldaten der Weißen Armee in der Gegend der 4 Brüder an. Verkohlte Erdstellen zeugen von Lagerfeuern. Es war also jemand hier gewesen. Sokolow begann mit seinen Grabungen in der 4 Brüder Minengegend. Er fand Kugeln, Topaz-Schmucksteine, Blut, geschmolzenes Fett. Er fand Gürtelschnallen, kleine Ikonentäfelchen, verschiedene kleine Kreuze. Einige Ikonen wiesen Brandspuren auf, manche Edelsteine waren zerbrochen. Es schien, als ob jemand mit einem Hammer alles zertrümmert hätte. Aber das ist nicht alles. Er findet ein künstliches Gebiss und, noch abscheulicher, etwas Haut und einen abgetrennten menschlichen Finger. Aber sonst keine weiteren menschlichen Überreste. Sokolow durchsuchte das 4-Brüder-Minengebiet, all diese Wälder, fast ein ganzes Jahr lang. Er stieß auf Beweismaterial, das auf einen Mord hindeutete, aber er fand keine Leichen. Sokolow veröffentlicht die Ergebnisse seiner Untersuchungen. 7 Romanows und ihre 4 treuen Diener wurden im Ipatjew-Haus umgebracht. Als Sokolows Bericht veröffentlicht wurde, sagte er, dass sie wohl gar keine Chance zum Überleben gehabt hätten.
Niemand hätte entkommen können. Er kam zu dem Schluss, dass alle Überreste in der Vier-Brüder-Minengegend verbrannt worden waren. Aber es gibt ein Problem mit Sokolows Theorie. Die Wissenschaft akzeptiert sie nicht. So viele Leichen hätten nicht ohne Spuren verbrannt werden können. Vor allem Zähne verbrennen nicht. Sokolows These weist auch noch weitere Schwächen auf. Erstens war nur einer der befragten Wächter tatsächlich in dem Kellerraum, als die vermeintlichen Erschießungen stattfanden und seine Schilderungen widersprachen sich. Und zweitens kursiert die Geschichte, dass ein Familienmitglied der Romanows lebendig aufgefunden wurde. Sechs Jahre nachdem die Romanows verschwunden waren, sollen die Ermittlungsergebnisse von Nikolaus Sokolow das Geheimnis um das Schicksal der Familie aufklären. Er vermutet, dass die ganze Familie ermordet wurde. Aber eine Frau in Berlin widerspricht ihm. Ihr Leben ist geheimnisvoll. Sie ist eine fordernde, stürmische und verschmitzte Person und vor allem ist sie adlig. Sie selbst nennt sich Anna Andersson. Aber die Welt lernte sie zunächst als Fräulein Unbekannt kennen. Die Geschichte von Fräulein Unbekannt beginnt mit einer Frau ohne Personalien, die 1920 aus einem Kanal gezogen wurde. Sie hatte offensichtlich versucht, Selbstmord zu begehen. Sie ist krank und stumm und wird in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert. Mit ihren schwarzen Haaren, ihren stechend blauen Augen und ihrer eleganten Körperhaltung kommt sie einem ihrer Mitpatienten sehr bekannt vor. Als Fräulein Unbekannt im Krankenhaus war, zeigte ihr einer der Patienten ein Foto der Romanow-Familie und sagte: Das sind doch Sie, oder? Fräulein Unbekannt nickte. Wer sind Sie? Sie müssen eine Großfürstin sein. Fräulein Unbekannt betrachtet die Fotografien. Dann gibt sie ihre Identität preis. Großfürstin Anastasia. Der Name bedeutet, jene, die auferstehen wird. Fräulein Unbekannt erzählt ihre unglaubliche Geschichte. Ja, die Familie wurde in der Tat im Keller erschossen. Aber ihren Angaben zufolge starben nicht alle. Anastasia überlebte und entkam mit Hilfe einer der Mörder. Sie sagt, sein Name sei Alexander Tschaikowski. Er sah, dass die Großfürstin angeschossen war, aber er stellte fest, dass sie noch lebte. Fräulein Unbekannt zufolge schaffte er ihren leblosen Körper aus dem Keller und nahm sie mit in sein Haus. Ihr gelingt die Flucht aus Russland. Über Rumänien gelangt sie schließlich nach Berlin. Während die Geschichte von Anastasias vermeintlicher Flucht unglaublich klingt, lässt sich ihre äußerliche Ähnlichkeit nicht so leicht verleugnen. Die Fotografien zeigen eine deutliche Ähnlichkeit zwischen Fräulein Unbekannt und der Großfürstin. Über ihren ganzen Körper verteilt finden sich Narben, Folgen einer Schrapnellexplosion. Und was vielleicht am auffälligsten ist, beide Frauen haben dieselben C-Verformungen. Die Leute nahmen sie ernst, denn so konnte man hoffen, dass es noch Überlebende gab. Doch dann wurde sie auf die Probe gestellt. Würden ihre entfernten Verwandten sie wiedererkennen? Die Romanows sind verwandt mit vielen anderen europäischen Königshäusern, wie etwa der preußischen Königsfamilie. Im Laufe des folgenden Jahrzehnts besuchen sie Anna, um herauszufinden, ob sie eines ihrer verlorenen Familienmitglieder ist, jedoch ohne konkrete Ergebnisse. Während der eine Fräulein Unbekannt als Anastasia wiederzuerkennen glaubt, erkennt sie der nächste nicht als Anastasia an. Die Meinungen gingen weit auseinander. Aber ein Freund aus Kindertagen erkennt Anastasia ganz sicher wieder. Gleb Botkin. Es war der Sohn des treuen Leibarztes, der zusammen mit den Romanows im Keller in Jekaterinburg ermordet wurde. Botkin, der damals in Hampstead, Long Island lebte, erfuhr die sensationelle Geschichte.
Er dachte sich, nun, wenn sie jemand wiedererkennt, dann bin ich das. So machte er sich auf den Weg. Als er sie sah, war er sich sofort sicher, dass sie es war. Es gab nicht den geringsten Zweifel. Botkin unterstützt und verteidigt seine Anastasia ein Leben lang. Ihm gefiel die Vorstellung, dass sie wieder lebte. Er war fast verliebt in sie. Fräulein Unbekannt, die sich nun Anna Anderson nennt, kämpft 1938 vor Gericht um die Anerkennung ihrer Identität als Anastasia. Wenn sie Recht bekommt, ist sie die alleinige Erbin eines riesigen Vermögens. Es gab schon immer Gerüchte, dass Geld auf Konten in Europa liegt. Der Zar hatte für jede Tochter 5 Millionen Pfund in der Bank of England eingezahlt. Aber die entfernten Verwandten der Zarenfamilie kämpfen dafür, dass Anna die angeblichen Millionen nicht erhält. Sie hatten auch einen Grund dafür. Schließlich hätte es gut sein können, dass die Romanows doch wieder an die Macht kommen und einige Leute fragten, nun will man wirklich Anna Anderson an der Spitze Russlands? In der Tat ist kein Geld des Zaren im Ausland aufzufinden. Aber Anderson streitet sich heftig mit den Romanows über 30 Jahre lang. Im Jahr 1970 wird der Fall schließlich abgeschlossen. Das Urteil, Anna Andersons Anspruch auf die Identität von Anastasia ist weder bewiesen noch widerlegt. Nach 32 Jahren Rechtsstreit und 52 Jahre nach dem Verschwinden der Familie bleibt das geheimnisvolle Rätsel der Romanows immer noch ungelöst. Alexander Avdonin ist ein sehr ungewöhnlicher Detektiv. Er war ein Geologe, der in Jekaterinburg lebte. Aber er war immer sehr an den Romanows interessiert, so wie alle Leute in Jekaterinburg. Schließlich war die Zarenfamilie ein großer Teil ihrer Geschichte. Als er noch jünger war, hörte er einmal, wie einer der Täter über den Mord an der Zarenfamilie sprach. Die Erzählungen lassen ihn nicht los und so beschließt Avdonin, da weiterzumachen, wo die Ermittlungen von Sokolow endeten. Er will herausfinden, was wirklich mit den Romanows geschehen war. Er arbeitet mit einem Partner zusammen, Geli Ryabov. Ryabov gelingt es, Verwandte von Befehlshaber Jakow Jurowski ausfindig zu machen, dem schwarzen Mann aus dem Haus zur besonderen Verwendung. Er findet einen Sohn, der ihm ein sensationelles Dokument aushändigt. Es ist Jurowskis Protokoll zur Nacht der Ermordungen. Die Kommunistische Partei hatte offenbar eine Kopie des Berichtes, aber ansonsten wusste niemand, dass ein solches Protokoll überhaupt existierte. In dem Bericht offenbaren sich die grausamen Details jener blutigen Nacht. Jurowskis Angaben zufolge begann alles mit einem Klopfen an der Tür, kurz nach Mitternacht. Man sagte ihnen, wir müssen euch in ein unteres Stockwerk bringen, weil es draußen auf der Straße Kämpfe gibt und wir wollen nicht, dass ihr von Kugeln getroffen werdet. Sie standen auf und gingen ruhig die Treppe hinunter. Nikolaus trug seinen fast 14-jährigen Sohn Alexei, weil dieser nicht laufen konnte. Sie gingen an Wächtern vorbei und die Wächter erinnerten sich, dass die Mädchen sie anlächelten, so wie sie dies sonst auch immer taten. Sie betraten den Raum und warteten ab, was geschehen würde. Die Gruppe ist müde, aber ruhig. Jurowski verlässt den Raum. Aber schon bald kommt er mit 10 bewaffneten Soldaten zurück. Was ist hier eigentlich los? Wer sind diese Leute? Müssen sich die Romanows in dem Moment gefragt haben. Jurowski nahm ein Stück Papier aus der Hosentasche und verlas das Todesurteil. Angesichts der Tatsache, dass sich ihre Verwandtschaft weiterhin gegen das sowjetische Russland stellt, hat das Präsidium des Uralen Regionalsowjets beschlossen, sie zum Tode zu verurteilen. Das war zugleich das Signal zur Erschießung. Jedem Soldaten wurde im Raum ein Opfer zugewiesen, sodass es keine Verwirrung gab. Nikolaus wird ins Herz geschossen, Alexandra in den Kopf. Beide sind sofort tot. Aber bei den Großfürstinnen gibt es Komplikationen. Als man auf sie schießt, scheinen die Kugeln an ihren Körpern abzuprallen. Der Grund? Sie hatten sich Edelsteine in ihre Korsette genäht, für den Fall, dass es ihnen gelingen würde, zu entkommen.
Diese Kleidungsstücke wurden zum Panzer. Zwei der Mädchen, wahrscheinlich Maria und Anastasia, sprangen auf und versuchten wegzulaufen. Sie schrien und heulten. Sie wurden mit Bajonetten niedergeschlagen. Die Bajonette durchdrangen jedoch nicht ihre Körper, weil die Juwelen unter ihren Kleidern sie schützten. Schließlich war es still im Raum. Jurowski zufolge war nach 20 Minuten alles vorbei. Dann hüllten sie die Leichen in Tücher und trugen sie die Treppe hoch auf den Hof und hoben sie in einen Laster. Ich denke, dass Jurowski und seine Männer glaubten, dass alle Familienmitglieder tot waren. Die einzigen, die vielleicht noch gelebt haben könnten, waren die zwei jüngsten Mädchen Maria und Anastasia. Es war eine anstrengende Nacht. Jurowski schreibt, Menschen hinzurichten ist nicht so einfach, wie man meinen möchte. Jurowskis Protokoll führt Avdonin und Ryabov das ganze Grauen jener Nacht vor Augen. Aber es offenbart sich auch noch etwas anderes, nämlich die Beerdigungsstätte. Jurowskis Angaben zufolge begruben sie die Leichen zunächst in der Vierbrüdermine, wo Sokolow 1919 seine Nachforschungen angestellt hatte. Aber am nächsten Tag hatte Jurowski einen anderen Plan. Also fuhr er zurück, zog die Leichen aus dem Minenschacht, in den man sie geworfen hatte, und fuhr mit ihnen tiefer in den Wald. Doch plötzlich blieb der Laster stecken. Jurowski befahl seinen Männern, dann grab genau hier eine Grube. Sie hoben das Grab aus, warfen die Toten hinein, begossen sie mit Schwefelsäure, schaufelten Erde darauf und legten Bretter darüber, um die Straße wiederherzustellen, und fuhren weiter. Die Gegend ist bekannt als Ferkelwiese. Fotos beweisen, dass Sokolow bereits dort war, aber nicht wusste, an welcher Stelle er suchen musste. Sokolow hatte diese Informationen nicht. Er hatte ungefähr 500 Leute oder mehr, die die Wälder durchkämmten und nach einer Grabstätte suchten. Dabei befand sie sich genau vor seinen Augen. Nun liegt es an Avdonin und Ryabov. 1979 machen sie sich zusammen mit ihren Ehefrauen und zwei engen Freunden auf den Weg zur Ferkelwiese und beginnen dort mit ihren Grabungen. Es ist ein geheimes Projekt. Damals war es verboten, über die Romanows zu sprechen. Nach ihren Gebeinen zu graben, war also ein noch viel schlimmeres Verbrechen. Mit Maurerkellen arbeiten sie sich durch das Erdreich und stoßen schnell auf Eisenbahnschienen. Sie graben tiefer und finden einen Schädel, dann noch einen und einen dritten. Sie nahmen die Schädel mit und hatten vor, sie in Labore zu bringen, um durch wissenschaftliche Tests herauszufinden, wessen Schädel es waren. Aber weil sie Angst vor der kommunistischen Regierung haben, traut sich kein Wissenschaftler, die Schädel anzurühren. Sie beschlossen, dass es das Beste für ihre Sicherheit wäre und auch für die Sicherheit der Knochenfunde, diese wieder zu begraben. Sie brachten sie in einer Kiste mit einem Kreuz zurück und begruben sie an derselben Stelle. Sie schworen sich, ihr Geheimnis für sich zu behalten, bis Russland einen Umbruch erfahren würde. 1991, nach mehr als 70 Jahren, zerfällt die Sowjetunion schließlich. An ihre Stelle tritt eine Regierung, die mehr bereit ist, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Im Sommer 1991 kam es zu einer kompletten Exhumierung der Ferkelwiese. Die Laster fahren dieselbe Straße entlang, über die auch die Toten 73 Jahre zuvor zu ihrer endgültigen Ruhestätte gebracht worden waren. Avdonin zeigt dem Team den Weg. Dort angekommen, beginnen sie zu graben. Sie finden die Kiste mit den Schädeln, die 11 Jahre zuvor hier vergraben wurde. Dann finden sie Skelette. Sie lagen noch genau in der Körperstellung dort, wie sie auch damals in die Grube gefallen waren. Die Skelette wurden geborgen und zum städtischen Leichenhaus nach Jekaterinburg gebracht. Wenn dies die Romanows sind, hat das Mysterium endlich ein Ende. Doch es gibt ein Problem. Dem Protokoll nach wurden 11 Personen in jener Nacht umgebracht, doch man stellt fest, dass in dem Grab nur 9 Skelette sind. Fehlt Anastasia?
Sagt Anna Andersson etwa die Wahrheit? Nach 73 Jahren wurden möglicherweise die sterblichen Überreste der ermordeten Romanows gefunden. Aber anstatt Antworten auf alle Fragen zu geben, wirft der Skelettfund nur noch mehr Fragen auf. Sie öffneten die Grabstätte, fanden aber nur 9 von 11 Skeletten. Das schockierte die Menschen. In seinem Protokoll schreibt Jakow Jurowski, er habe 2 Leichen woanders begraben. Vielleicht wollte er damit zukünftige Ermittlungen in die Irre führen. Wenn man also später einmal die Grabstätte entdecken würde, würde man nur 9 statt 11 Skelette vorfinden. Dann würde man sagen, nun, das ist dann wohl nicht die Zarenfamilie. Aber auch bei einer genaueren Erforschung der Ferkelwiese tauchen keine weiteren menschlichen Überreste mehr auf. Verheimlichte Jurowski vielleicht eine eventuelle Flucht 2 Mitglieder der Zarenfamilie? Bevor sich Ermittler diesem Rätsel widmen können, müssen sie erst ein anderes lösen. Handelt es sich bei den zerfallenen Skeletten wirklich um die Überreste der Romanows? Die Ermittler machen von einer damals neuen Methode Gebrauch, dem DNA-Test. Hierzu engagieren sie einen der führenden Experten, Dr. Peter Gill. Als ich den Anruf bekam, war ich sofort an dem Fall interessiert. Schließlich handelt es sich hier um eines der am längsten bestehenden historischen Mysterien unserer Welt. Dieser Herausforderung musste ich mich einfach stellen. Für den DNA-Test schicken russische Forscher einige der Knochen nach Großbritannien, ins Labor von Dr. Gill. Dieser extrahiert und untersucht die DNA. Dr. Gill findet heraus, dass die Überreste allesamt aus einer Familie stammen. Vater, Mutter und Kinder. Aber um zu belegen, dass dies tatsächlich die Romanow-Familie ist, muss noch etwas anderes getan werden. Wir brauchten Blutproben von lebenden Verwandten, damit wir deren DNA-Muster mit denen aus dem Grab vergleichen konnten. Für diesen Test arbeitet Dr. Gill mit der mitochondrialen DNA. Diese wird immer von der Mutter an das Kind weitergegeben. Anhand der mitochondrialen DNA können wir einen Familienstammbaum erstellen, der viele Generationen umfasst. Die Suche nach einem lebenden Nachfahren führt zu einem Mitglied der britischen Königsfamilie, dem Ehemann von Königin Elisabeth II. Wir analysierten Genproben von Prinz Philipp. Von Philipp gibt es eine Verbindung über seine Mutter und Großmutter zur hessischen Familie, von der wiederum Alexandra abstammte. Prinz Philipp nimmt am Test teil, ebenso wie der Herzog von Fife, ein entfernter Verwandter des Zaren mütterlicherseits. Die Tests dauern ein ganzes Jahr. Dr. Gill und sein Team präsentieren ihre Ergebnisse. Wir sind hier, um zu verkünden, dass es sich bei den in Jekaterinburg gefundenen Knochen zweifelsohne um die sterblichen Überreste von Zar Nikolaus II. Und Mitgliedern seiner Familie handelt. Endlich. Nach 75 Jahren ist eines der größten Mysterien des 20. Jahrhunderts gelöst. Fast. Die 9 aufgefundenen Überreste wurden zwar als die Romanows identifiziert, allerdings fehlen noch 2 Leichen. Mit einer DNA-Analyse kann man herausfinden, ob eine Person mit einer anderen Person verwandt ist. Aber es lässt sich nicht exakt bestimmen, wer wer ist. Die DNA-Analyse kann uns nicht sagen, welche der Prinzessinnen fehlen. Aber eine andere forensische Wissenschaft ist dazu in der Lage. Für forensische Anthropologen ist jeder Knochen ein Teil eines Puzzles, das nur darauf wartet, zusammengesetzt zu werden. Jeder hat einzigartige Merkmale, sei es die Zahnstruktur, verheilte Brüche. Das ist unser biologisches Profil. Im Leichenhaus in Jekaterinburg arbeiten Forensikexperten emsig an den Überresten der Romanows und versuchen, jedem Skelett eine Identität zu geben. Sie stoßen auf viele Probleme. Man muss sich vor Augen führen, dass diese Menschen erschossen und erstochen wurden, dass sie mit Gewehrkolben niedergeschlagen wurden, weswegen sie Brüche im Gesichtsbereich aufweisen. Aber Wissenschaftler verfügen über Unmengen historischer Daten, darunter zum Beispiel Fotografien und unzählige Knochenstücke.
Da sie gleich nach ihrem Tod beerdigt wurden, sind ihre Skelette vollständig geblieben. Penibel vermessen Wissenschaftler Abstände, bestimmen das Alter und identifizieren die Personen. Nikolaus erkennen sie aufgrund seiner Hüftknochen. Durch jahrelanges Reiten sind diese verformt. Und die Zaren? Man kann sie aufgrund ihrer teuren Platinzahnimplantate identifizieren. Letztendlich finden amerikanische Forensiker durch die Ausschlussmethode heraus, welche Familienangehörigen fehlen. Das jüngste weibliche und männliche Familienmitglied werden vermisst. Das jüngste männliche Mitglied wäre Alexei. Und das jüngste weibliche Familienmitglied? Anastasia. Entkam sie 1918 tatsächlich dem Massaker? Hat Anna Anderson die Wahrheit gesagt? Wissenschaftler lösten dank Gentechnik und forensischer Methoden eines der größten royalen Mysterien des 20. Jahrhunderts. Aber ein Teil des Puzzles fehlt noch. Was geschah mit den beiden Familienangehörigen, deren Skelette nicht gefunden wurden? Seit 1920 behauptete Anna Anderson, sie wäre Anastasia. Hatte sie die ganze Zeit über Recht? Nachdem sie den Großteil ihres Lebens in Europa verbracht hatte, zieht Anna Anderson 1968 nach Charlottesville, Virginia und heiratet John Manahan. Er bezeichnete sich selbst als wahrer Großherzog. Sie hatten etwa 60 Katzen und auch Hunde. Vier von ihnen hielt Anna für Wiedergeburten der Großfürstinnen. Im Laufe der Jahre glauben immer weniger Menschen an Andersons Geschichte. Aber die, die es taten, waren treue Anhänger, auch nach ihrem Tod im Jahr 1984. Als man 1993 die Gebeine als die sterblichen Überreste der Romanows identifizierte, sahen Andersons Fürsprecher ihre Chance, sie zu verteidigen. Anna Andersons Anhänger waren in hellem Aufruhr, als die Knochen der Romanows gefunden wurden und man feststellte, dass zwei Skelette fehlten. Sie sagten, da haben wir es. Anna Manahan, Anna Anderson, hatte also doch immer recht. Den endgültigen Beweis soll der DNA-Test bringen. Im Jahr 1979 hatten Ärzte Anderson einen Teil ihres Darmes entfernt und im Rahmen einer Standardmaßnahme eine Probe davon aufbewahrt. Obwohl sie 1984 verstarb, findet man die Probe in einem Krankenhaus in Charlottesville, Virginia. Ich flog nach Charlottesville und holte die Probe ab. Ich nahm sie mit in mein Labor nach Birmingham, wo ich sie analysierte. Am 5. Oktober 1994 veröffentlicht Dr. Gill das Ergebnis. Als wir die Resultate der Probe von Anna Anderson analysierten, fanden wir heraus, dass sie nicht mit denen von Prinz Philip übereinstimmten. Das bedeutete also, dass Anna Anderson nicht Anastasia sein konnte. Aber Dr. Gill fand etwas anderes heraus, nämlich wer Anna Anderson wirklich war. Als wir unsere Forschungen zu Anna Anderson durchführten, arbeiteten wir auch eng mit einem Journalisten zusammen, der die Theorie vertrat, dass Anna Anderson in Wirklichkeit Franziska Schanzukowska hieß. Er machte ein Mitglied ihrer Verwandtschaft mütterlicherseits ausfindig und wir konnten eine Blutprobe bekommen. Es passte alles perfekt zusammen. Schanzukowska war eine polnische Bäuerin, die als Jugendliche davon träumte, Schauspielerin zu werden. Sie reiste von Polen nach Deutschland und arbeitete dort in einer Munitionsfabrik, in der es eine Explosion gab. Sie erlitt viele Verletzungen. Als sie als Anastasia sozusagen erkannt wurde, sah sie mit all ihren Narben wirklich so aus, als sei sie in Jekaterinburg verletzt worden. Das Geheimnis um Anastasia ist gelüftet. Doch ein Rätsel ist noch ungelöst. Wo sind die sterblichen Überreste von Anastasia und Alexei? Oh,
Im Juli 1998 finden die Gebeine von 9 Mitgliedern der Romanow-Familie und ihrer treuen Bediensteten in der Peter- und Paul-Kathedrale in St. Petersburg ihre letzte Ruhestätte. Aber die Suche nach den 2 verschollenen Leichen geht weiter. Ich hatte das Gefühl, es war den Menschen sehr wichtig, dieses traurige Kapitel abzuschließen. Im Jahr 1998 organisieren Avdonin und Sarandinaki eine Grabung in der Vier-Brüder-Mine. Da sie der Meinung sind, dass Sokolow vielleicht etwas übersehen haben könnte, knüpfen sie mit ihrer Arbeit an seine an. Wir trugen 10 cm Boden ab und waren dann an der Erdschicht von 1918 angelangt. Wir setzten Sokolows Arbeit fort. Wir machten da weiter, wo er aufgehört hatte. Wir fanden ein paar seiner Geräte. Sarandinaki und sein Team finden noch eine weitere Spur der Zarenfamilie. Ich sah etwas Rundes. Ich dachte mir, wow, das ist aber komisch. Also habe ich es aus der Erde genommen und gesäubert. Es war ein weißer Topasstein. Jedes Mädchen bekam mit jedem vollendeten Lebensjahr einen solchen Stein vom Zaren geschenkt. Als sie in Gefangenschaft geriet, war Anastasia 15. Sokolow fand 14 Topassteine. Ich fand den 15. Wir machten weiter mit unserer Arbeit, aber wir fanden keine Gebeine. Sarandinaki und sein Team erforschten die Vier-Brüder-Städte 1999 noch einmal, aber ohne Erfolg. 2004 organisierten sie eine Grabung auf der Ferkelwiese. Auch hier werden sie nicht fündig und Sarandinaki kehrt in die USA zurück. Aber in Russland geht die Suche weiter. Eine Gruppe russischer Amateurhistoriker kommt zur Ferkelwiese. Wie schon so viele vor ihnen beginnen sie zu graben. Und dann endlich, nach fast 90 Jahren und endlosen, enttäuschenden Grabungen, die große Belohnung für die Mühen. Kugeln, Knochen und Zähne. Alle waren unglaublich aufgeregt, weil sich die Russen ziemlich sicher waren, dass sie die Überreste der übrigen Familienmitglieder gefunden hatten. Aber nur ein letzter Gentest kann die Familie wieder zusammenführen. Als 2008 der Gentest Gewissheit brachte, dass diese Individuen zur Zarenfamilie gehörten, die Genproben passten zu denen von Zar Nikolaus, war für mich das Rätsel gelöst. Ein Geheimnis, das fast 100 Jahre lang währte, wurde gelüftet. Endlich ist die Familie wieder komplett. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich dazu beitragen konnte, Licht in das Dunkel zu bringen. Und dass ich helfen konnte, die Mutter und ihre Kinder wieder zusammenzubringen. Somit war der Fall ein für allemal abgeschlossen. Aber die Faszination, die Geschichte, die Tragik, das Mysterium Romanow lebt weiter. Für mich gibt es kein anderes Geheimnis, das so groß ist wie das der Romanows. Das ist das größte royale Mysterium aller Zeiten. Als Sokolows Bericht veröffentlicht wurde, sagte er, dass sie wohl gar keine Chance zum Überleben gehabt hätten. Niemand hätte entkommen können. Er kam zu dem Schluss, dass alle Überreste in der Vier-Brüder-Minengegend verbrannt worden waren. Aber es gibt ein Problem mit Sokolows Theorie. Die Wissenschaft akzeptiert sie nicht. So viele Leichen hätten nicht ohne Spuren verbrannt werden können. Vor allem Zähne verbrennen nicht. Sokolows These weist auch noch weitere Schwächen auf. Erstens war nur einer der befragten Wächter tatsächlich in dem Kellerraum, als die vermeintlichen Erschießungen stattfanden und seine Schilderungen widersprachen sich. Und zweitens kursiert die Geschichte, dass ein Familienmitglied der Romanows lebendig aufgefunden wurde. Musik
1924, 6 Jahre nachdem die Romanows verschwunden waren, sollen die Ermittlungsergebnisse von Nikolaus Sokolow das Geheimnis um das Schicksal der Familie aufklären. Er vermutet, dass die ganze Familie ermordet wurde. Aber eine Frau in Berlin widerspricht ihm. Ihr Leben ist geheimnisvoll. Sie ist eine fordernde, stürmische und verschmitzte Person und vor allem ist sie adlig. Sie selbst nennt sich Anna Andersson. Aber die Welt lernte sie zunächst als Fräulein Unbekannt kennen. Die Geschichte von Fräulein Unbekannt beginnt mit einer Frau ohne Personalien, die 1920 aus einem Kanal gezogen wurde. Sie hatte offensichtlich versucht, Selbstmord zu begehen. Sie ist krank und stumm und wird in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert. Mit ihren schwarzen Haaren, ihren stechend blauen Augen und ihrer eleganten Körperhaltung kommt sie einem ihrer Mitpatienten sehr bekannt vor. Als Fräulein Unbekannt im Krankenhaus war, zeigte ihr einer der Patienten ein Foto der Romanow-Familie und sagte: Das sind doch Sie, oder? Fräulein Unbekannt nickte. Wer sind Sie? Sie müssen eine Großfürstin sein. Fräulein Unbekannt betrachtet die Fotografien. Dann gibt sie ihre Identität preis. Großfürstin Anastasia. Der Name bedeutet, jene, die auferstehen wird. Fräulein Unbekannt erzählt ihre unglaubliche Geschichte. Ja, die Familie wurde in der Tat im Keller erschossen. Aber ihren Angaben zufolge starben nicht alle. Anastasia überlebte und entkam mit Hilfe einer der Mörder. Sie sagt, sein Name sei Alexander Tschaikowski. Er sah, dass die Großfürstin angeschossen war, aber er stellte fest, dass sie noch lebte. Fräulein Unbekannt zufolge schaffte er ihren leblosen Körper aus dem Keller und nahm sie mit in sein Haus. Ihr gelingt die Flucht aus Russland. Über Rumänien gelangt sie schließlich nach Berlin. Während die Geschichte von Anastasias vermeintlicher Flucht unglaublich klingt, lässt sich ihre äußerliche Ähnlichkeit nicht so leicht verleugnen. Die Fotografien zeigen eine deutliche Ähnlichkeit zwischen Fräulein Unbekannt und der Großfürstin. Über ihren ganzen Körper verteilt finden sich Narben, Folgen einer Schrapnellexplosion. Und was vielleicht am auffälligsten ist, beide Frauen haben dieselben C-Verformungen. Die Leute nahmen sie ernst, denn so konnte man hoffen, dass es noch Überlebende gab. Doch dann wurde sie auf die Probe gestellt. Würden ihre entfernten Verwandten sie wiedererkennen? Die Romanows sind verwandt mit vielen anderen europäischen Königshäusern, wie etwa der preußischen Königsfamilie. Im Laufe des folgenden Jahrzehnts besuchen sie Anna, um herauszufinden, ob sie eines ihrer verlorenen Familienmitglieder ist, jedoch ohne konkrete Ergebnisse. Während der eine Fräulein Unbekannt als Anastasia wiederzuerkennen glaubt, erkennt sie der nächste nicht als Anastasia an. Die Meinungen gingen weit auseinander. Aber ein Freund aus Kindertagen erkennt Anastasia ganz sicher wieder. Gleb Botkin. Es war der Sohn des treuen Leibarztes, der zusammen mit den Romanows im Keller in Jekaterinburg ermordet wurde. Botkin, der damals in Hampstead, Long Island lebte, erfuhr die sensationelle Geschichte. Er dachte sich, nun, wenn sie jemand wiedererkennt, dann bin ich das. So machte er sich auf den Weg. Als er sie sah, war er sich sofort sicher, dass sie es war. Es gab nicht den geringsten Zweifel. Botkin unterstützt und verteidigt seine Anastasia ein Leben lang. Ihm gefiel die Vorstellung, dass sie wieder lebte. Er war fast verliebt in sie. Fräulein Unbekannt, die sich nun Anna Andersson nennt, kämpft 1938 vor Gericht um die Anerkennung ihrer Identität als Anastasia. Wenn sie Recht bekommt, ist sie die alleinige Erbin eines riesigen Vermögens. Es gab schon immer Gerüchte, dass Geld auf Konten in Europa liegt.
Der Zar hatte für jede Tochter 5 Millionen Pfund in der Bank of England eingezahlt. Aber die entfernten Verwandten der Zarenfamilie kämpfen dafür, dass Anna die angeblichen Millionen nicht erhält. Sie hatten auch einen Grund dafür. Schließlich hätte es gut sein können, dass die Romanows doch wieder an die Macht kommen und einige Leute fragten, nun will man wirklich Anna Anderson an der Spitze Russlands? In der Tat ist kein Geld des Zaren im Ausland aufzufinden. Aber Anderson streitet sich heftig mit den Romanows über 30 Jahre lang. Im Jahr 1970 wird der Fall schließlich abgeschlossen. Das Urteil: Anna Andersons Anspruch auf die Identität von Anastasia ist weder bewiesen noch widerlegt. Nach 32 Jahren Rechtsstreit und 52 Jahre nach dem Verschwinden der Familie bleibt das geheimnisvolle Rätsel der Romanows immer noch ungelöst. Alexander Avdonin ist ein sehr ungewöhnlicher Detektiv. Er war ein Geologe, der in Jekaterinburg lebte. Aber er war immer sehr an den Romanows interessiert, so wie alle Leute in Jekaterinburg. Schließlich war die Zarenfamilie ein großer Teil ihrer Geschichte. Als er noch jünger war, hörte er einmal, wie einer der Täter über den Mord an der Zarenfamilie sprach. Die Erzählungen lassen ihn nicht los und so beschließt Avdonin, da weiterzumachen, wo die Ermittlungen von Sokolow endeten. Er will herausfinden, was wirklich mit den Romanows geschehen war. Er arbeitet mit einem Partner zusammen, Geli Ryabov. Ryabov gelingt es, Verwandte von Befehlshaber Jakow Jurowski ausfindig zu machen, dem schwarzen Mann aus dem Haus zur besonderen Verwendung. Militärfahrzeuge fahren durch den Wald unweit der Minenstadt Jekaterinburg. Etwa 200 Meter neben den Bahngleisen hält der Konvoi an. Die Männer greifen zu den Schaufeln und beginnen zu graben. Knapp einen Meter unter der Erde finden sie, wonach sie suchen. Eine Holztruhe. Darin befinden sich 3 menschliche Schädel, die vielleicht die Antwort auf eine der größten Adelsgeheimnisse des 20. Jahrhunderts geben. Der letzte russische Zar und seine Familie wurden über ein Jahr von den Anführern der kommunistischen Revolution gefangen gehalten. Im Juli 1918 verschwanden sie aus ihrem Gefängnis in Sibirien. 11 Menschen wie vom Erdboden verschluckt. Seit ihrem Verschwinden verschleierten Geheimnisse, Intrigen und Irreführungen das Schicksal der Familie Romanow. Aber letzten Endes klären womöglich diese Totenschädel eines der größten royalen Mysterien auf. Was passierte wirklich mit den Romanows? Jekaterinburg, Russland, 16. Juli 1918. Hinter diesem 10 Meter hohen Zaun und diesen versiegelten Fenstern lebt, im ersten Stock auf 3 Räume verteilt, eine Familie in Gefangenschaft. Die Romanows. Sie waren vollkommen von der Außenwelt abgeschottet. Man übermalte die Fensterscheiben mit weißer Farbe, damit sie nicht hinausschauen und man nicht hineinsehen konnte. Es sind insgesamt 11 Gefangene, die Romanows und 4 loyale Bedienstete, zu denen auch der Leibarzt zählt. Sie wurden monatelang innerhalb dieser bedrückenden Mauern gefangen gehalten. Die Romanows waren faszinierende Persönlichkeiten. Sie zogen die Menschen an. Man fühlte sich wohl bei ihnen. Mutter Alexandra ist ein ernster Mensch, ängstlich und fatalistisch. Sie war extrem scheu und schweigsam. Sie war sehr religiös. Sie leidet an Ischias und ihre Töchter Olga, Tatjana, Marie und Anastasia kümmern sich aufopferungsvoll um sie.
Anastasia stand immer im Mittelpunkt. Man hielt sie für die charmanteste Tochter, die zugleich aber auch sehr verschmitzt war. Alexei, das jüngste Kind, ist auch der einzige Sohn. Er ist ein sehr lebendiger Junge, doch die Bluterkrankheit setzt ihm schwer zu. Oftmals ist er nicht in der Lage zu gehen. Stattdessen wird er von Bediensteten getragen und von seiner Mutter verhätschelt. Sie waren eine sehr glückliche Familie. Sie hatten alle sehr unterschiedliche Charaktere, aber sie standen sich sehr nahe. Und schließlich der Vater, ein bescheidener und ruhiger Mensch. Sein Name ist Nikolaus Alexandrowitsch Romanow. Nur 16 Monate zuvor war dieser einfache Gefangene einer der reichsten und mächtigsten Männer der Welt gewesen. Er war der alleinige Herrscher über 140 Millionen Menschen. Zar Nikolaus II. Von Russland. Nikolaus II. Wurde 1894 zum Zaren gekrönt, nachdem sein Vater unerwartet verstorben war. Er war nicht darauf vorbereitet. Sein Vater hatte nicht damit gerechnet, im Alter von 49 Jahren zu sterben und hat ihn deshalb nicht in die Regierungsgeschäfte eingewiesen. Er war erst 26. Er kannte seine Aufgabe nicht und er sagte zu seinem Cousin, ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Nikolaus heiratete bereits eine Woche nach der Beerdigung seines Vaters. Seine Ehefrau Alexandra war eine deutsche Prinzessin. Sie und Nikolaus heirateten, eigentlich untypisch für den Adel, aus Liebe zueinander. Sie lernten sich auf einer Hochzeit im Jahr 1884 kennen. Für ihn war es Liebe auf den ersten Blick. Er war 16 und sie war 12. Sie war zu jung, um verheiratet zu werden. Aber sie warteten aufeinander. Es war eine richtige Teenager-Romanze. Sie liebten sich sehr. Bis zum Ende. Über 20 Jahre lang stand Nikolaus II. An der Spitze einer der glamourösesten und geschichtsträchtigsten Adelsdynastien aller Zeiten. Nikolaus, Alexandra und ihre 5 Kinder, der Großfürst und die Großfürstin, leben im märchenhaften Alexanderpalast. Der Palast verfügt über 100 Räume mit über 1000 Dienern, die für das Wohl der Herrscherfamilie sorgen. Für die Zarin allein stehen 240 Kammerfrauen bereit und sie besitzt eine Kronjuwelensammlung im Wert von 80 Millionen Dollar. Zu dieser gehören auch viele Ikonen. Aber außerhalb der Palastmauern sind viele Russen nicht einverstanden mit der oft brutalen Regierungsführung von Zar Nikolaus. Im Jahr 1917 zerfällt das Russische Reich. Die große Armut der Bürger, eine fatale Niederlage im Ersten Weltkrieg und gewaltsame politische Unruhen führen zu einer großen Zerrüttung im Inneren. Sie machten nicht nur das System dafür verantwortlich, sondern vor allem den Mann an seiner Spitze, nämlich den Zaren. Revolutionäre ergreifen die Macht und bilden eine neue Regierung. Nikolaus bleibt keine andere Wahl und er dankt am 2. März offiziell ab. Mit diesem leisen Abgang verschwand die über 1000 Jahre alte russische Monarchie. Zunächst wird die Zarenfamilie im Alexanderpalast eingeschlossen. Aber als die Bolschewiki unter der Führung von Wladimir Lenin durch einen gewaltsamen Putsch an die Macht kommen und die neue Regierung absetzen, werden die Romanows an einen weniger angenehmen Ort gebracht. In die Villa in Jekaterinburg, welche Ipatjew-Haus genannt wurde. Die Kommunisten geben der Villa einen neuen Namen, das Haus zur besonderen Verwendung. Sie öffneten die Grabstätte, fanden aber nur 9 von 11 Skeletten. Das schockierte die Menschen. In seinem Protokoll schreibt Jakow Jurowski, er habe 2 Leichen woanders begraben. Vielleicht wollte er damit zukünftige Ermittlungen in die Irre führen. Wenn man also später einmal die Grabstätte entdecken würde, würde man nur 9 statt 11 Skelette vorfinden. Dann würde man sagen, nun, das ist dann wohl nicht die Zarenfamilie. Aber auch bei einer genaueren Erforschung der Ferkelwiese tauchen keine weiteren menschlichen Überreste mehr auf.
Verheimlichte Jurowski vielleicht eine eventuelle Flucht zweier Mitglieder der Zarenfamilie? Bevor sich Ermittler diesem Rätsel widmen können, müssen sie erst ein anderes lösen. Handelt es sich bei den zerfallenen Skeletten wirklich um die Überreste der Romanows? Die Ermittler machen von einer damals neuen Methode Gebrauch, dem DNA-Test. Hierzu engagieren sie einen der führenden Experten, Dr. Peter Gill. Als ich den Anruf bekam, war ich sofort an dem Fall interessiert. Schließlich handelt es sich hier um eines der am längsten bestehenden historischen Mysterien unserer Welt. Dieser Herausforderung musste ich mich einfach stellen. Für den DNA-Test schicken russische Forscher einige der Knochen nach Großbritannien, ins Labor von Dr. Gill. Dieser extrahiert und untersucht die DNA. Dr. Gill findet heraus, dass die Überreste allesamt aus einer Familie stammen. Vater, Mutter und Kinder. Aber um zu belegen, dass dies tatsächlich die Romanow-Familie ist, muss noch etwas anderes getan werden. Wir brauchten Blutproben von lebenden Verwandten, damit wir deren DNA-Muster mit denen aus dem Grab vergleichen konnten. Für diesen Test arbeitet Dr. Gill mit der mitochondrialen DNA. Diese wird immer von der Mutter an das Kind weitergegeben. Anhand der mitochondrialen DNA können wir einen Familienstammbaum erstellen, der viele Generationen umfasst. Die Suche nach einem lebenden Nachfahren führt zu einem Mitglied der britischen Königsfamilie, dem Ehemann von Königin Elisabeth II. Wir analysierten Genproben von Prinz Philip. Von Philipp gibt es eine Verbindung über seine Mutter und Großmutter zur hessischen Familie, von der wiederum Alexandra abstammte. Prinz Philipp nimmt am Test teil, ebenso wie der Herzog von Fife, ein entfernter Verwandter des Zaren mütterlicherseits. Die Tests dauern ein ganzes Jahr. Dr. Gill und sein Team präsentieren ihre Ergebnisse. Wir sind hier, um zu verkünden, dass es sich bei den in Jekaterinburg gefundenen Knochen zweifelsohne um die sterblichen Überreste von Zar Nikolaus II. Und Mitgliedern seiner Familie handelt. Endlich. Nach 75 Jahren ist eines der größten Mysterien des 20. Jahrhunderts gelöst. Fast. Die neuen aufgefundenen Überreste wurden zwar als die Romanows identifiziert, allerdings fehlen noch zwei Leichen. Mit einer DNA-Analyse kann man herausfinden, ob eine Person mit einer anderen Person verwandt ist. Aber es lässt sich nicht exakt bestimmen, wer wer ist. Die DNA-Analyse kann uns nicht sagen, welche der Prinzessinnen fehlen. Aber eine andere forensische Wissenschaft ist dazu in der Lage. Für forensische Anthropologen ist jeder Knochen ein Teil eines Puzzles, das nur darauf wartet, zusammengesetzt zu werden. Jeder hat einzigartige Merkmale, sei es die Zahnstruktur, verheilte Brüche. Das ist unser biologisches Profil. Im Leichenhaus in Jekaterinburg arbeiten Forensikexperten emsig an den Überresten der Romanows und versuchen, jedem Skelett eine Identität zu geben. Sie stoßen auf viele Probleme. Man muss sich vor Augen führen, dass diese Menschen erschossen und erstochen wurden, dass sie mit Gewehrkolben niedergeschlagen wurden, weswegen sie Brüche im Gesichtsbereich aufweisen. Aber Wissenschaftler verfügen über Unmengen historischer Daten, darunter zum Beispiel Fotografien und unzählige Knochenstücke. Da sie gleich nach ihrem Tod beerdigt wurden, sind ihre Skelette vollständig geblieben. Penibel vermessen Wissenschaftler Abstände, bestimmen das Alter und identifizieren die Personen. Nikolaus erkennen sie aufgrund seiner Hüftknochen. Durch jahrelanges Reiten sind diese verformt. Und die Zaren? Man kann sie aufgrund ihrer teuren Platinzahnimplantate identifizieren. Letztendlich finden amerikanische Forensiker durch die Ausschlussmethode heraus, welche Familienangehörigen fehlen. Das jüngste weibliche und männliche Familienmitglied werden vermisst. Das jüngste männliche Mitglied wäre Alexei. Und das jüngste weibliche Familienmitglied? Anastasia.
Entkam sie 1918 tatsächlich dem Massaker? Hat Anna Andersson die Wahrheit gesagt? Wissenschaftler lösten dank Gentechnik und forensischer Methoden eines der größten royalen Mysterien des 20. Jahrhunderts. Aber ein Teil des Puzzles fehlt noch. Was geschah mit den beiden Familienangehörigen, deren Skelette nicht gefunden wurden? Seit 1920 behauptete Anna Andersson, sie wäre Anastasia. Hatte sie die ganze Zeit über Recht? Nachdem sie den Großteil ihres Lebens in Europa verbracht hatte, zieht Anna Andersson 1968 nach Charlottesville, Virginia und heiratet John Manahan. Er bezeichnete sich selbst als wahrer Großherzog. Sie hatten etwa 60 Katzen und auch Hunde. Vier von ihnen hielt Anna für Wiedergeburten der Großfürstinnen. Im Laufe der Jahre glauben immer weniger Menschen an Andersons Geschichte. Aber die, die es taten, waren treue Anhänger. Auch nach ihrem Tod im Jahr 1984. Als man 1993 die Gebeine als die sterblichen Überreste der Romanows identifizierte, sahen Andersons Fürsprecher ihre Chance, sie zu verteidigen. Anna Andersons Anhänger waren in hellem Aufruhr, als die Knochen der Romanows gefunden wurden und man feststellte, dass zwei Skelette fehlten. Sie sagten, da haben wir es. Anna Manahan, Anna Andersson, hatte also doch immer recht. Den endgültigen Beweis soll der DNA-Test bringen. Im Jahr 1979 hatten Ärzte Andersson einen Teil ihres Darmes entfernt und im Rahmen einer Standardmaßnahme eine Probe davon aufbewahrt. Obwohl sie 1984 verstarb, findet man die Probe in einem Krankenhaus in Charlottesville, Virginia. Ich flog nach Charlottesville und holte die Probe ab. Ich nahm sie mit in mein Labor nach Birmingham, wo ich sie analysierte. Er findet einen Sohn, der ihm ein sensationelles Dokument aushändigt. Es ist Jurowskis Protokoll zur Nacht der Ermordungen. Die Kommunistische Partei hatte offenbar eine Kopie des Berichtes, aber ansonsten wusste niemand, dass ein solches Protokoll überhaupt existierte. In dem Bericht offenbaren sich die grausamen Details jener blutigen Nacht. Jurowskis Angaben zufolge begann alles mit einem Klopfen an der Tür, kurz nach Mitternacht. Man sagte ihnen, wir müssen euch in ein unteres Stockwerk bringen, weil es draußen auf der Straße Kämpfe gibt und wir wollen nicht, dass ihr von Kugeln getroffen werdet. Sie standen auf und gingen ruhig die Treppe hinunter. Nikolaus trug seinen fast 14-jährigen Sohn Alexei, weil dieser nicht laufen konnte. Sie gingen an Wächtern vorbei und die Wächter erinnerten sich, dass die Mädchen sie anlächelten, so wie sie dies sonst auch immer taten. Sie betraten den Raum und warteten ab, was geschehen würde. Die Gruppe ist müde, aber ruhig. Jurowski verlässt den Raum. Aber schon bald kommt er mit 10 bewaffneten Soldaten zurück. Was ist hier eigentlich los? Wer sind diese Leute? Müssen sich die Romanows in dem Moment gefragt haben. Jurowski nahm ein Stück Papier aus der Hosentasche und verlas das Todesurteil. Angesichts der Tatsache, dass sich ihre Verwandtschaft weiterhin gegen das sowjetische Russland stellt, hat das Präsidium des Uralen Regionalsowjets beschlossen, sie zum Tode zu verurteilen. Das war zugleich das Signal zur Erschießung. Jedem Soldaten wurde im Raum ein Opfer zugewiesen, sodass es keine Verwirrung gab. Nikolaus wird ins Herz geschossen, Alexandra in den Kopf. Beide sind sofort tot. Aber bei den Großfürstinnen gibt es Komplikationen. Als man auf sie schießt, scheinen die Kugeln an ihren Körpern abzuprallen. Der Grund? Sie hatten sich Edelsteine in ihre Korsette genäht für den Fall, dass es ihnen gelingen würde, zu entkommen. Diese Kleidungsstücke wurden zum Panzer. Zwei der Mädchen, wahrscheinlich Maria und Anastasia, sprangen auf und versuchten wegzulaufen. Sie schrien und heulten. Sie wurden mit Bajonetten niedergeschlagen. Die Bajonette durchdrangen jedoch nicht ihre Körper, weil die Juwelen unter ihren Kleidern sie schützten. Schließlich war es still im Raum.
Jurowski zufolge war nach 20 Minuten alles vorbei. Dann hüllten sie die Leichen in Tücher und trugen sie die Treppe hoch auf den Hof und hoben sie in einen Laster. Ich denke, dass Jurowski und seine Männer glaubten, dass alle Familienmitglieder tot waren. Die einzigen, die vielleicht noch gelebt haben könnten, waren die zwei jüngsten Mädchen Maria und Anastasia. Es war eine anstrengende Nacht. Jurowski schreibt, Menschen hinzurichten ist nicht so einfach, wie man meinen möchte. Jurowskis Protokoll führt Avdonin und Ryabov das ganze Grauen jener Nacht vor Augen. Aber es offenbart sich auch noch etwas anderes, nämlich die Beerdigungsstätte. Jurowskis Angaben zufolge begruben sie die Leichen zunächst in der Vierbrüdermine, wo Sokolow 1919 seine Nachforschungen angestellt hatte. Aber am nächsten Tag hatte Jurowski einen anderen Plan. Also fuhr er zurück, zog die Leichen aus dem Minenschacht, in den man sie geworfen hatte, und fuhr mit ihnen tiefer in den Wald. Doch plötzlich blieb der Laster stecken. Jurowski befahl seinen Männern, dann grab genau hier eine Grube. Sie hoben das Grab aus, warfen die Toten hinein, begossen sie mit Schwefelsäure, schaufelten Erde darauf und legten Bretter darüber, um die Straße wiederherzustellen, und fuhren weiter. Die Gegend ist bekannt als Ferkelwiese. Fotos beweisen, dass Sokolow bereits dort war, aber nicht wusste, an welcher Stelle er suchen musste. Sokolow hatte diese Informationen nicht. Er hatte ungefähr 500 Leute oder mehr, die die Wälder durchkämmten und nach einer Grabstätte suchten. Dabei befand sie sich genau vor seinen Augen. Nun liegt es an Avdonin und Ryabov. 1979 machen sie sich zusammen mit ihren Ehefrauen und zwei engen Freunden auf den Weg zur Ferkelwiese und beginnen dort mit ihren Grabungen. Es ist ein geheimes Projekt. Damals war es verboten, über die Romanows zu sprechen. Nach ihren Gebeinen zu graben, war also ein noch viel schlimmeres Verbrechen. Mit Maurerkellen arbeiten sie sich durch das Erdreich und stoßen schnell auf Eisenbahnschienen. Sie graben tiefer und finden einen Schädel, dann noch einen und einen dritten. Sie nahmen die Schädel mit und hatten vor, sie in Labore zu bringen, um durch wissenschaftliche Tests herauszufinden, wessen Schädel es waren. Aber weil sie Angst vor der kommunistischen Regierung haben, traut sich kein Wissenschaftler, die Schädel anzurühren. Sie beschlossen, dass es das Beste für ihre Sicherheit wäre und auch für die Sicherheit der Knochenfunde, diese wieder zu begraben. Sie brachten sie in einer Kiste mit einem Kreuz zurück und begruben sie an derselben Stelle. Sie schworen sich, ihr Geheimnis für sich zu behalten, bis Russland einen Umbruch erfahren würde. 1991, nach mehr als 70 Jahren, zerfällt die Sowjetunion schließlich. An ihre Stelle tritt eine Regierung, die mehr bereit ist, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Im Sommer 1991 kam es zu einer kompletten Exhumierung der Ferkelwiese. Die Laster fahren dieselbe Straße entlang, über die auch die Toten 73 Jahre zuvor zu ihrer endgültigen Ruhestätte gebracht worden waren. Avdonin zeigt dem Team den Weg. Dort angekommen, beginnen sie zu graben. Sie finden die Kiste mit den Schädeln, die 11 Jahre zuvor hier vergraben wurde. Dann finden sie Skelette. Sie lagen noch genau in der Körperstellung dort, wie sie auch damals in die Grube gefallen waren. Die Skelette wurden geborgen und zum städtischen Leichenhaus nach Jekaterinburg gebracht. Wenn dies die Romanows sind, hat das Mysterium endlich ein Ende. Doch es gibt ein Problem. Dem Protokoll nach wurden 11 Personen in jener Nacht umgebracht, doch man stellt fest, dass in dem Grab nur 9 Skelette sind. Fehlt Anastasia? Sagt Anna Andersson etwa die Wahrheit? Nach 73 Jahren wurden möglicherweise die sterblichen Überreste der ermordeten Romanows gefunden. Aber anstatt Antworten auf alle Fragen zu geben, wirft der Skelettfund nur noch mehr Fragen auf. In ihrem neuen Gefängnis schwindet der Luxus.
Das Frühstück besteht aus Schwarzbrot und Tee. Die Töchter und die Großfürstin ziehen sich ohne Dienstmädchen an. Sie helfen sich gegenseitig beim Schnüren ihrer komplizierten Korsetts. Sie waren schockiert. Sie schienen nicht einmal Worte für das zu haben, was geschehen war. Die Tage vergehen. Tage voller Langeweile. Die Zeit kam ihnen lang vor, aber sie hatten sicherlich keine Angst. Ich vermute nicht, dass es irgendwelche Anzeichen dafür gab, dass sich alles zum Schlechten wenden würde. Bis zum 4. Juli 1918. Die Wende kommt mit Jakow Jurowski. Er ist ein überzeugter Revolutionär und der neue Befehlshaber über das Haus zur besonderen Verwendung. Er kam am 4. Juli 1918 dort an. Das war wohl der Moment, an dem Nikolaus und Alexandra zum ersten Mal wirklich Angst hatten. Jurowski ist kalt, aufmerksam und geradlinig. Er hat schwarze Haare, schwarze Augen und trägt eine schwarze Lederjacke. In seinem Tagebuch nennt ihn Nikolaus den schwarzen Mann. Als Jakow Jurowski und seine Männer einzogen, verwandelte sich das Haus in ein Gefängnis. Die freundlichen Wächter im Haus wurden versetzt. Jurowski hat eine Mission. Er muss die Weiße Armee, eine Armee von Antikommunisten, die sich im Anmarsch auf Jekaterinburg befindet, davon abhalten, die Zarenfamilie zu finden und zu befreien. Am 16. Juli verbrachte die Familie einen relativ normalen Abend. Sie aßen zu Abend und Alexandra erwähnte in ihrem Tagebuch, dass sie mit Nikolaus Besieg gespielt hatte. Sie gingen ziemlich früh zu Bett, ungefähr um 22.30 Uhr. Um 1.30 Uhr etwa fährt ein LKW über die menschenleere Straße Wosnesenski-Prospekt und hält vor dem Ipatjew-Haus. In dieser Nacht verschwinden die Romanows aus dem Haus zur besonderen Verwendung und aus der Geschichte. Was geschah in dieser Nacht des 16. Juli 1918? Und findet sich in der Truhe mit den Schädeln, die man 1991 fand, die Lösung für dieses Rätsel? Innerhalb eines Monats nach dem Verschwinden erscheinen weltweit Nachrichten, welche nicht überprüft werden können. Die sowjetische Regierung informierte die Welt, dass Nikolaus hingerichtet worden war. Der Zar ist tot, seine Familie jedoch lebt. Die Regierung gab bekannt, dass die Familie an einen sicheren Ort gebracht worden wäre, bis man weitere Schritte beschlossen hätte. Es gab keine weiteren Informationen und die Gerüchteküche brodelte. Sie wurden angeblich in Polen gesichtet und an der Riviera. Es gab sogar das Gerücht, dass sie auf einer Yacht permanent umhersegelten und das Festland nicht betreten durften. Vielleicht findet sich die Wahrheit aber auch in einem kryptischen Telegramm, das der Hauptverantwortliche für die Gefangennahme der Romanows an Lenin schickte. Ein Zug mit Wertgegenständen, wie er schreibt, sei auf dem Weg nach Perm, eine Stadt in Sibirien, westlich von Jekaterinburg. Manche vermuten, dass er mit Wertgegenständen die Überlebenden Romanows meinte. Es gab einige Zeugen, die einen Zug mit herabgelassenen Jalousien und zurückgezogenen Vorhängen sahen, der in Richtung Perm aufbrach. Es gab verschiedene Zeugen, die aussagten, sie hätten Anastasia in Perm gesehen. Diese widersprüchlichen Berichte machten den Sachverhalt sehr verwirrend. Aber schon bald versuchte ein Mann, Licht in das Dunkel zu bringen. Ende Juli 1918, ungefähr 8 Tage nachdem die Romanows verschwunden waren, gelang es schließlich der Weißen Armee, Lenins Rote Armee, aus Jekaterinburg zu vertreiben. Sie eilten zunächst zum Ipatjew-Haus, in dem die Zarenfamilie gefangen gehalten worden war. Den Soldaten bot sich ein Bild des Schreckens. Ein mit Schusslöchern übersäter Kellerraum, auf den Bodenbrettern war überall Blut. Sie fanden auch die Koffer und die Habseligkeiten, aber keine Spur von der Familie selbst. Die Weiße Armee stellte sofort Nachforschungen an.
Die Ermittler wussten zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, wer umgebracht worden war. Sie fingen an, nach Beweismaterial zu suchen. Der Hauptermittler in dem Fall ist der 36-jährige Nikolaus Sokolow. Sokolow beginnt, Hinweise zu sammeln. Zunächst untersucht er den dunklen Kellerraum. 27 Einschusslöcher. Viele davon in den Wänden. Saßen die Opfer oder schossen die Täter mit Absicht daneben? Bei der darauffolgenden Durchsuchung des örtlichen Telegrammbüros wird ein Telegramm gefunden, das nach Moskau geschickt wurde. Darauf steht: Gesamte Familie erlag demselben Schicksal wie ihr Oberhaupt. Es gab zwar Theorien, aber keiner wusste, was mit ihnen geschehen war. Eine Befragung der vier Wächter des Ipatjew-Hauses scheint die schlimmsten Befürchtungen von Sokolow zu bestätigen. Sie berichten, dass die gesamte Familie im Kellerraum hingerichtet wurde. Außerdem sagen sie aus, dass die Leichen im Koptiaki-Wald verscharrt wurden, in einer Gegend mit verlassenen Minengruben, welche Vier Brüder genannt wird. Im Frühling 1919 kommen Sokolow und eine Gruppe Soldaten der Weißen Armee in der Gegend der Vier Brüder an. Verkohlte Erdstellen zeugen von Lagerfeuern. Es war also jemand hier gewesen. Sokolow begann mit seinen Grabungen in der Vier-Brüder-Minengegend. Er fand Kugeln, Topaz-Schmucksteine, Blut, geschmolzenes Fett. Er fand Gürtelschnallen, kleine Ikonentäfelchen, verschiedene kleine Kreuze. Einige Ikonen wiesen Brandspuren auf, manche Edelsteine waren zerbrochen. Es schien, als ob jemand mit einem Hammer alles zertrümmert hätte. Aber das ist nicht alles. Er findet ein künstliches Gebiss und, noch abscheulicher, etwas Haut und einen abgetrennten menschlichen Finger. Aber sonst keine weiteren menschlichen Überreste. Sokolow durchsuchte das Vier-Brüder-Minengebiet, all diese Wälder, fast ein ganzes Jahr lang. Er stieß auf Beweismaterial, das auf einen Mord hindeutete, aber er fand keine Leichen. Sokolow veröffentlicht die Ergebnisse seiner Untersuchungen. Sieben Romanows und ihre vier treuen Diener wurden im Ipatjew-Haus umgebracht.